Die beste, umfangreichste und individuellste Variante, dein Smart Home zu gestalten und zu steuern. Mit kaum einer anderen Lösung hast du mehr Möglichkeiten, deine smarten Geräte zu verwalten, Automationen zu erstellen oder Displays zur Steuerung deiner Wohnung zu installieren. Natürlich kannst du das alles hier auch mit deinem Handy oder diversen anderen smarten Schaltern steuern. Das Beste daran ist, dass du nicht an einen Hersteller gebunden bist. Du kannst Smart Home Geräte von fast allen Herstellern verwenden. Es gibt super viel zu entdecken und viele Gratis-Erweiterungen bzw. Plugins für jeden noch so spezifischen Fall. Der Fantasie sind absolut keine Grenzen gesetzt. Warum Home Assistant die wahrscheinlich beste Lösung für die Smart Home Steuerung ist, erfährst du im späteren Verlauf des Videos. Am Ende eines Videos wirst du direkt auf das nachfolgende Video verwiesen, sodass du stets die korrekte Reihenfolge beibehältst und nichts verpasst. Was wird alles für die Einrichtung benötigt? Also zunächst einmal brauchst du natürlich einen Raspberry Pi. Idealerweise das Modell 4. Modell 3 reicht leistungstechnisch nicht unbedingt für alle Anwendungsbereiche und Plugins aus. Zum Reinkommen oder zum Ausprobieren kannst du natürlich den 3er erstmal benutzen und später dann upgraden. Aber einen dauerhaften Betrieb empfehle ich dir damit nicht. Warum das so ist, erfährst du gleich. Beachte außerdem, dass die beiden Modelle unterschiedliche Home Assistant Betriebssysteme verwenden und im Falle von einem Upgrade von Version 3 auf 4 dann eine komplette Neuinstallation notwendig ist. Übrigens ist all das genannte Zubehör in der Videobeschreibung bereits für dich verlinkt. Dann kannst du sicher sein, dass alles kompatibel ist und auch wirklich funktioniert. Weiterhin benötigst du ein offizielles Raspberry Pi Netzteil, also ein originales. Du kannst natürlich auch eins günstigeres nehmen, wobei das eigentlich schon das günstigste ist. Wichtig ist einfach nur, es muss ein Netzteil sein und es sollte kein Ladegerät für ein Smartphone oder sowas sein. Das Netzteil sollte einen Strom von 3 Ampere bei 5 Volt Betriebsspannung liefern können. Ein Ladegerät vom Smartphone ist absolut nicht zu empfehlen, auch wenn es natürlich im ersten Moment erstmal zu funktionieren scheint. Viele Ladegeräte sind einfach nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Dann brauchst du noch ein Netzwerkkabel, also Ethernet-Kabel oder LAN-Kabel und eine Micro-SD-Karte, optimalerweise mit 32 GB oder mehr. Wenn du dich für die Installation auf einer SSD entscheidest, dann benötigst du zur Einrichtung trotzdem eine SD-Karte. Aber in dem Fall reicht dann auch irgendeine 0815 SD-Karte, Micro-SD, mit 1 GB Speicher oder weniger. Ein Adapter von Micro-SD auf SD liegt ja meistens dabei und dann brauchst du noch ein SD-Kartenlesegerät. Wenn möglich, solltest du allerdings auf den dauerhaften Betrieb über eine Micro-SD-Karte verzichten und direkt in eine günstige SSD investieren. Den Grund dafür erfährst du am Ende des Videos, zusammen mit dem Grund, wieso du direkt auf einem Raspberry Pi 4 einsteigen solltest. Natürlich darf jetzt auch ein passender Dongle nicht fehlen. Die werden nämlich auch Coordinator genannt. In meinem Fall brauche ich einen Zigbee-Coordinator, weil ich größtenteils Geräte mit dem Zigbee-Verbindungsstandard nutze. Dazu zählen dann zum Beispiel alle IKEA Drahtfree oder zum Beispiel auch Philips Hue Produkte. Ich nutze hier den Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus, welcher wirklich klasse funktioniert und auch eine ordentliche Reichweite bietet, weil er eine extra Antenne hat. Ob dein jeweiliges Smart Home Gerät über Zigbee oder ein anderes Protokoll kommuniziert, erfährst du meist auf der Produktverpackung oder in der Anleitung. Natürlich gibt es dann auch noch andere Verbindungsstandards, wie zum Beispiel das neue Matter, die ich aber in diesem Video erstmal nicht anschneide. Wenn du jetzt so einen Coordinator benutzt, also einen Dongle, dann empfehle ich dir zusätzlich einen USB-A-Verlängerungskabel, damit eben der Dongle nicht direkt am Raspberry dranhängt und dann im schlimmsten Fall noch in Konflikt mit anderen Funknetzen kommt. Bevor du jetzt aber losrennst und alles kaufst, hier jetzt die Erklärung, warum du eher zu einer SSD statt zu einer Micro-SD-Karte greifen solltest. Eine SD-Karte ist hauptsächlich zum Speichern von Daten geeignet, also zum Beispiel Fotos, Musik und so weiter. Legt man da jetzt aber ein Betriebssystem, wie zum Beispiel Home Assistant, auf so eine Micro-SD-Karte, bedeutet das ständige Lese- und Schreibzugriffe für diese Karte, also eine sehr hohe dauerhafte Belastung. Dafür sind solche SD-Karten einfach nicht ausgelegt. Eine SD-Karte, die so einer Belastung dauerhaft ausgesetzt ist, wird früher oder später einfach den Geist aufgeben. Das passiert übrigens sehr vielen Benutzern, also mach dir da jetzt nicht zu große Hoffnung. Wenn du in dem Fall kein Backup von deiner Smart Home Konfiguration von Home Assistant gemacht hast, dann ist deine komplette Smart Home Einrichtung einfach futsch. SSDs sind da wesentlich robuster und genau für solche Belastungen vorgesehen. Und dann kommt natürlich bei einer SSD noch ein extremer Performance-Schub gegenüber einer SD-Karte hinzu. Und das zeigt sich merklich bei allem, was dein Smart Home-System für dich machen soll. Zum Glück brauchen wir keine besonders teure oder große SSD für unseren Anwendungsfall, was uns wirklich sehr viel Geld spart. Eine super kompatible SSD für unseren Anwendungsfall findest du ebenfalls unten in der Videobeschreibung verlinkt.
Und jetzt wird auch sofort klar, wieso ich dir dringend ein originales Raspberry Pi Netzteil ans Herz gelegt habe, weil eine SSD braucht einfach viel mehr Strom als eine SD-Karte. Bevor es jetzt zu Abstürzen oder dem sogenannten Brownout kommt, dann doch lieber gleich richtig mit einem ordentlichen Netzteil machen. Und nochmal der Hinweis, verzichte bitte möglichst auf den Einsatz eines Ladegeräts von zum Beispiel deinem Handy. Du könntest sonst deinem Raspberry Pi Schaden zufügen oder es kommt zu Ausfällen, Abstürzen oder Fehlfunktionen. Und das will ja keiner. Da es jetzt die beiden Möglichkeiten der Installation auf einer SSD oder einer SD-Karte gibt, teilt sich an dieser Stelle das Video auf. Es ist dir natürlich komplett freigestellt, welchen Weg du wählst. Klicke dafür eines dieser beiden Videos hier an. Keine Sorge, nach dem Installationsvideo ist der Weg dann wieder komplett der gleiche. Im folgenden Video erfährst du dann auch direkt, warum du direkt mit einem Raspberry Pi 4 und nicht 3 starten solltest.